Willkommen zurück bei Shadow of the Tomb Raider. So, ich glaube, hier oben haben wir noch eine Krypta, die haben wir noch nicht. Da gehe ich jetzt mal hin. Alles voll. Ich hoffe nicht, dass ich daher kann. Hab ich daher? Was unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Ist ja echt alles voll, Alter. Oh, das ist hier drin, die Krypta. Crypt. Nochmal ein Bild zu nehmen. Nom nom. Kannst du was Lichter machen? Ach, hier war ich noch nicht. Cusco gehört Hernando Pizarro, dem rechtmäßigen Vertreter der spanischen Krone. Diego de Almagro wurde gefangen genommen. Rodrigo Orgones ist tot und der Rest ihrer ketzerischen Truppen wurde in die Flucht geschlagen. Wir hatten die Berge überquert und die Küste außerhalb Cuscos erreicht. Orgones stellte sich uns in Cachupampa, einer schlechten Wahl für seine Kavallerie. Seine Falkonette brachten zwar Gonzalos Infanterieangriff ins Stocken, aber der Sumpfboden verhinderte, dass seine erfahrenen Reiter daraus einen echten Vorteil ziehen konnten. Unsere königlichen Arkebusiere überquerten den Fluss und entfesselten ihr Höllenfeuer gegen unsere Feinde. Pizarro und Orgones führten ihre jeweilige Kavallerie selbst ins Feld. Unter dem Gebrüll sämtlicher Männer bildeten sich zwei anstürmende Kolonnen, die in vollem Galopp aufeinandertrafen. So etwas hatte ich noch nie zuvor gesehen. Orgones wurde im Chaos der Schlacht getroffen, vom Pferd geworfen und getötet. Der Feigling Almagro zog sich angeblich auf einem Esel vom Schlachtfeld zurück. Wie passend. Ein Auszug aus Alonso Luis Tagebuch. Auf dem Esel ist er abgehauen. Sowas. So, das sieht gut aus hier. Holen wir uns den Shit. Bam. Lädt, lädt, lädt. Ganz ehrlich, statt diesen Ruckladen wäre mir ein kurzer Ladebildschirm lieber. Naja. Auf der Konsole scheinen die das Problem nicht zu haben. Vielleicht kommt nochmal ein Patch. Ich hoffe es immer noch. Vorsichtig. Vorsichtig. Jungs, ihr gammelt aber schon länger hier rum, oder? Du hast auch eine eindeutige Pose da links. Oh Gott, streck deinen Arsch nicht so weit raus. Da kann ich dran ziehen. Hier ist noch ein Gang. Jetzt hör endlich auf zu ruckeln, du Scheißspiel. Das geht mir richtig auf den Sack gerade. Dann drücke ich das mal rein da. Geht irgendwie nur das eine auf. Na gut. Da muss auch noch irgendwas, ne? Wo geht's denn da hin jetzt? Hier ist es ja schlimm mit der Ruckelei gerade. Ich werde hier mal einen Cut machen und das Spiel neu starten. Oh, mal gucken, ob es jetzt wieder besser läuft. Wohin das wohl führt? Wo führt's denn hin? Technical Difficulties hier. Oh, guck mal da. Eine Falle. Alter. Jetzt hab ich mich reingeprügelt. Zu früh Y gedrückt. Da schlägt die einfach zu. Okay, läuft aber immer irgendwie noch nicht besser. Hier ist mal gar nichts. Warum? Aha, doch. Gut, dass ich hingegangen bin. Tagebuch. 30. Mai. Heute Morgen haben wir die ausgebleichten Knochen des Dead Horse Camps hinter uns gelassen und unerforschtes Terrain betreten. Wie es scheint, hat sich das Blatt gegen Raleigh gewendet. Sein bandagiertes Bein macht ihm zu schaffen, weshalb er meist das Ende unserer Gruppe bildet.
Wenn Vater es bemerkt, verlangsamt er das Tempo und dreht sich um, um uns beiden ein aufmunterndes Lächeln zu schenken. Und doch kann seine vorgebliche Ruhe seine Ungeduld nicht verbergen. Er stürmt jedes Mal voraus, wenn wir uns einer Kurve, einer Anhöhe oder einem Flussufer nähern. Kann sich nicht so gut in Geduld üben, der Junge. Ja? Gut. Oh, ich habe einen Fähigkeitenpunkt erhalten. Okay. Das ist was zu lesen. Ja, ja. Sehr interessant. Okay, diese Gruft hier geht mir voll auf die Nüsse gerade. Was ist denn hier? Irgendwie sieht der Fußboden komisch aus, oder? Scheiße! Aha, hab ich's doch gewusst. In den alten Teilen war das auch mal so angedeutet. Oh ja, da wäre ich gestorben, wenn ich da reingefallen wäre. Wo geht's denn überhaupt hin? Jetzt hätte mich beinahe zu Tode geruckelt, Alter. Ach, jetzt bin ich hier oben, wo ich reingucken konnte, oder? Ach nee, doch nicht. Auf der anderen Seite, hm? Na gut. Oh. Das beschreibt eine verborgene Kammer in der Nähe. Ich mach gleich mal einen Rechner neu start, dann wird das wahrscheinlich wieder wie Butter laufen. Eben die ganze Zeit lief es ja auch gut. Warum das jetzt nicht mehr so ist? Ach, guck mal, hier kann man reingehen. Kann ich leider nicht sagen, aber ich nehme jetzt diese Folge erst nochmal fertig auf und dann warten wir mal ab, wie es weiterläuft. Und wenn es immer noch nicht besser ist, dann werde ich den Rechner neu starten vornehmen. Das hilft manchmal Wunder. Oh, fand ich die Korde. Ach, hier war. Das ist aber schön. So, Kärtchen kann man doch immer mal hier brauchen, ne? So, jetzt gehe ich da wieder raus. Gucken, ob ich hier noch was finde. Ach, hier ist ein Hebel. Ach, jetzt geht das Tor auf. Alles klar, ja, ich mach das. Da kann ich da auch wieder runtergehen. Dann ging es ja noch weiter. Ab durch den Matsch. Schneller. Ja. Ich verstehe das eigentlich irgendwie nicht. Ich habe das auf einer SSD liegen. Ich weiß nicht, was ihr immer nachlädt. So krass. Ja, immer an diesen Ecken. An den gleichen Ecken. Okay, hier geht's auf jeden Fall. Ja, das ist der Einsturz, wusste ich, aber ich kann auch springen. Oh, das ging diesmal. Was haben wir denn hier? Oh. Wir sind wohl angekommen. Von da drin. Oh, neue Ausrüstung. Abendsternstiefel. So nice. Gibt's hier noch Money? Es muss einen Weg hier rausgeben. Jo, ich vermute mal hier hinten. Ich hoffe es mal, nicht, dass ich wieder den ganzen Weg zurücklaufen müsste. Wasser. Also klar. Oh, das Erz. Erz, Joanna. Oh, geht's denn hier noch? Ah, das muss der Weg nach oben sein.
Ja, dann lass mich mal einen Seilpfeil platzieren. Na, auf geht's. Also, anders komme ich auch nicht mehr da hoch, weil ich bin da runtergeschlittert eben. Ach, jetzt geht das hier oben. Ah, okay. So. Geht's irgendwie runter? Ups. Jetzt bin ich wieder hier oben, oder wie? Ach, okay. Ja, passt. Oh, da liegt noch was. Give me that. Okay. Das ist ja schon mal... Das ging schnell. Die Krypten sind anscheinend nur so Belohnungsdinger. Mit so kleineren Rätseln. Und das war jetzt echt nicht besonders schwer hier. Das könnte man sich denken, wie das geht. Ja, schön den Arsch streicheln. Hm. Raus hier. So, da gucke ich doch gleich mal. Ja, das ist ja nett. Das ist was für ein Zufall. Stehe ich genau drauf. Hier ist auch noch was. Wo ich denn da hin? Ist es unter Wasser oder was? Tja. Ist irgendwie. Das ist hier, aber unten. Oder da, nee, da hinten. Und da unten. Also muss ich da irgendwo runter. Oh, ist aber tief. Steht ein Seilteil. Das Gegenstück davon. Richtig hin. Ah ja, hier geht das. Erst will ich wissen, wo ich da hinkomme. Okay. Ich wollte eigentlich noch die andere Krypta. Oder sieht die? Ja. Aber ich weiß nicht, ob ich da hinkomme irgendwie. Vor allem habe ich hier auch kein Lagerfeuer. Muss ich ja zu Fuß hineiern. Und hier war die Brücke, wo ich zum Dorf kommen sollte. Ich würde auch gerne da das holen. Wie komme ich da nun doch? Ein bisschen tief da, ne? Da kann ich mich nicht abseilen, oder? Da unten ist doch eine Höhle, aber hier kann ich bestimmt nicht runterspringen. Das wäre ein bisschen zu tief. Ach, da geht's runter, sieh mal. Da gehe ich jetzt nicht runter. Nein, geh runter. So. Kacke. Ah, so. Hier ist die Höhle. Das ist ja clever. Wie soll man die denn finden? Das war jetzt echt nur Glück, dass ich die gefunden habe. Aber cool. Geile Verstecke haben sie sich ausgedacht. Auf jeden Fall.
Oh nee, und ich brauche noch einen verfickten. Dietrich, Alter, ich raste aus. Liebste Nina, erneut schreibe ich dir unter schwierigen Umständen. Allerdings wären mir die Unmengen Fliegen, Bienen und Käfer, von denen ich zuvor geschrieben habe, all diese stecknadelgroßen, stechenden Schrecken, eine willkommene Qual, nun da ich mich Zähnen und Klauen erwehren musste. Ich habe tapfer gekämpft, aber die Auseinandersetzung verlief nicht zu meinen Gunsten. Ich werde dir die Einzelheiten ersparen, aus Mitgefühl, nicht aus Selbstgefälligkeit. Meine Verletzungen wurden mit Verbänden aus Schafgarbe behandelt und werden verheilen, aber ich spüre eine Infektion in meinem Blut. Wenn du das hier liest, weißt du, dass ich diesen Ort nicht lebend verlassen habe. Ich habe Jack verboten, weiterzugehen. Den jungen Rimmel haben wir bereits vor einigen Wochen verloren. Nina, dieser Ort ist nicht für Menschen geschaffen. Und ich werde dir neben einem Ehemann nicht auch noch einen Sohn nehmen. Ich bin jetzt müde. Jack schläft am Feuer und ich bin mir sicher, wenn er erwacht, werde auch ich eingeschlafen sein. Ich liebe dich, Nina. Gute Nacht, Percy. Boah, shit, Alter. Abschiedsbrief. Ja, ist ja voll geil, dass ich hier ein fucking Dings brauche. Den ich noch nicht hab. So früh schon. Und ich mache mir hier einen. Ich quill mir hier einen ab, damit ich da reinkomme. Und das finde. Nun ja. Ist halt. Und jetzt los. Oh nein, nicht runterfallen. Oh, oh. Die wollte sich nicht da festhalten. So, shit. Ich will wieder raus. Lass mich raus. Das hat eben auch geklappt, um runterklettern. Das Hochklettern war auch klappt, oder? Geht nicht. Oh, da hat auch so ein kleines Stück zum Klettern gefühlt. So. Na gut, dann. Das wieder weg. Da oben. War ich da schon? Wenn, dann habe ich die Hälfte vergessen. Also. Da war in der Krypta, war ich auf jeden Fall schon. Jetzt gucken wir doch mal hier. Da ist ein Grab. Hä? Da kann ich ja noch gar nicht gewesen sein. Schluchtruhe. Wandgemälde. Du, ich kann es dir gerade echt nicht sagen, du. Hier hinten habe ich kein Lagerfeuer. Das dauert mir jetzt zu lange, dahin zu eiern. Wobei, geht es ja rüber, ne? Das ist vielleicht doch gar nicht so weit. Guck mal. Ah, du Brüllaffe. Ey, andere Richtung. Das ist natürlich schon cool, wenn ich da hinkomme. Wir müssen hier oben so lang und darüber. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Stimmt, da lag ja Miguel hier mit diesen Geparden und so eine Scheiße war das, glaube ich. Hier, ne? Ja. Oh, so ein Stück da vorne liegt auch noch ein Paper. Was ist das da? Oh. Noch eine Herausforderung. Ich glaube, in jedem Gebiet gibt es eine andere. Na gut. Naja, ich weiß, ich muss da drüben lang.
müssen wir mal umgucken. So. Map gucken. Ja, ist noch ein Stück. Ist auf jeden Fall noch über so irgendeine Felsspalte da, bevor das. Bevor die Notiz kommt. Hier unten war der Schlachtdings von den Geparden. Nochmal. Okay. Da geht's gleich übers Wasser. Da oben ist ein Flugzeug. So. Bin ich wohl richtig. Da kann ich hochklettern. Da hinten war ich schon. Hier lag wohl irgendwo so ein Paper rum. So eine Notiz. Ah, hier wahrscheinlich. Jetzt gucke ich erstmal. Ich gehe mal. Gehe ich oben drauf? Warte mal. Komme ich hier überhaupt hoch? Kann ich nicht hoch. Cool, dann gehe ich da lang. Nicht, weil da drüben da liegt das Papier irgendwo. Scheiße. Hier komme ich zum Flugzeug. Hallo, kletter doch mal runter. So, und zwar irgendwo hier rechts. Aha. Hier liegt der Shit. August. Wir finden heute Nacht keinen Schlaf. Der Dschungel ist aufgebracht und auch der Mond versagt uns seine Unterstützung. So tief im Urwald schweift die menschliche Vorstellungskraft endlos durch die Dunkelheit. Ich kann hören, wie der Dschungel um mich herum atmet. Sein tiefes Grollen lässt den Boden unter uns erzittern und seine manische Energie raschelt in den Bäumen über uns. Der Schlaf liegt wie Blei auf unserer Suche und übermannt uns in den ungünstigsten Momenten. Einmal ist Vater während des Laufens eingenickt. Die Hand gerade noch an seinem Wanderstab. Wir haben keinen Proviant mehr und ernähren uns nur noch von Beeren und Regenwasser. Und doch sind wir beide zu dickköpfig, um aufzugeben. Ich fürchte, genau diese Sturheit, die uns bis hierher gebracht hat, könnte auch unseren Tod bedeuten. So, jetzt muss ich wieder durch, oder? Muss ich da hoch? Dann muss ich hoch wahrscheinlich. Durch den Baum hoch. Da kann ich hoch, okay. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Alles voll immer. Bin ich ja richtig, oder? Ja, ich glaube, dass da nach rechts geht. So, okay. Ein Nest. Hui. Ja, ich glaube. Ist das okay? Warte mal. Ich will da nicht reinfallen. Ich will da oben drauf. Weil hier war irgendwo so ein. Ist egal, ich geh mal da rein. Auf jeden Fall bin ich hier, glaube ich, richtig. Mal sehen, was da drin jetzt wieder abgeht. Oh. Hier ruht Rawley Rimmel, ein Freund. 1925. Da steht noch mehr. Aha. Wo ist denn die versteckte Info? Vorsicht vor den Fallen. Oh. Vorsicht vor den Fallen, na gut. War ja klar, dass hier wieder irgendwelche Fallen sind. So.
Hier war seit Jahren keiner mehr. Ich. Jetzt schon. Oh, Kacke. Drüben habe ich schon mal wieder eine Falle gesehen. Warte mal, wo ist denn? Ich würde es mal kurz an. Das muss da oben auch irgendwo sein. Boah, ich vergesse hier die Hälfte, Leute. Gut, dass ich nochmal zurückgegangen bin. Irgendwo hier muss das gewesen sein. Draußen ist es. Ich würde das echt gerne noch finden, weil da sind immer sehr gute Ressourcen drin. Ich nicht vergessen. Dann mal wieder hier runter. Da geht's nicht lang. Okay, ich sehe schon, es gibt nur einen Weg. Aber bevor wir da rein stolpern, machen wir erstmal einen kleinen Cut und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann!